und umschließen den Innenhof, auf dem die Figuren Giacomettis dem Platz ihr Gepräge geben. Beidseitig des zentralen Eingangs breiten sich Museumsräume aus, in denen ein Saal für Giacomettis Bilder und kleine Plastiken reserviert ist und den Blick freigibt auf den Platz, der sich gegen die Landschaft und das überwältigende Panorama auf das Meer öffnet. Durch Struktur und Anordnung der Dachaufbauten gelingt es dem Architekten, zu jeder Jahres- und Tageszeit ein blendungsfreies Licht zu erzeugen. Baudetails wie Türgriffe, Bronzemöbel, Lampen, Lampenständer, Bänke hat Albertos Bruder Diego Giacometti entworfen. Die Gruppe der großen bemalten Plastiken fasst Haltung und Erfahrung Giacomettis zusammen. Die stehende Frau starrt ins Weite und beherrscht die schreitenden Männer. Abgesondert meditiert der große Kopf, kommt aus der Tiefe herauf, hört jedoch, wie Giacometti selber, nicht auf, Fragen an diese Tiefe zu stellen. Sie besuchen jetzt mit mir Alberto Giacometti in seinem Atelier und hören unser Gespräch in der Originalaufnahme mit. Wenn man Giacometti beim Arbeiten zuschaut, hat man den Eindruck, er wisse genau, was er macht und was er will. Ich wundere mich, dass er trotzdem über Monate, nächtelang an der gleichen Plastik arbeitet. Tout sens et on se perd. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une tête. Enfin, toute la tête m'intéresse. Mais je crois maintenant qu'il faudrait arriver à construire le plus précis possible l'œil. Et que si j'avais ça, si j'avais la racine du nez, le départ des yeux, quoi, la courbe même de l'œil, tout découlerait de là. Pourquoi ? Probablement parce que quand je te regarde, je regarde plutôt les yeux que la bouche, le bout du nez, non? Giacometti antwortet mir, wenn ich nicht arbeite, glaube ich genau zu wissen, was ich will. Ja, ich glaube, den Kopf fertig vor mir zu sehen. Aber sobald ich zu arbeiten beginne, wird alles anders und ich verliere mich. Was mich an einem Kopf am meisten interessiert, sind die Augen. Natürlich interessiert mich der ganze Kopf, denn wenn ich einen Menschen anschaue, schaue ich immer in die Augen. Selbst einem Blinden schaue ich auf die Augen, als spürte ich den Blick dahinter. Oui, parce que l'œil, il a ça de particulier, qu'il est fait comme d'une autre matière que le reste du visage. Si tu veux, toutes tes formes sont plus ou moins floues, sont très floues même. Le bout du nez, c'est à peu près indéchiffrable. La structure. Par contre, l'œil est bel et bien comme un objet très précis, comme un objet d'optique presque. Gelingt es mir, das Auge wiederzugeben, wird sich alles Übrige mit Leichtigkeit finden. Alle anderen Formen sind für mich mehr oder weniger unscharf. Nur das Auge ist bestimmt und genau, fast wie eine Optik. Und trotzdem, wenn man das Auge naturgetreu nachmacht, riskiert man gerade das Wichtigste zu zerstören, den Blick. Zum Beispiel beim ägyptischen Schreiber im Louvre sind die Augen aus glasartigem Material, fast wie ein künstliches Auge, wie ein Zeichen, das den Blick, der fehlt, ersetzt. Dagegen erinnere ich mich an eine Plastik aus Afrika oder Ozeanien, deren Augen zwei Muscheln sind, die aber den Ausdruck des Blickes vermitteln. Dadurch wirkt sie außerordentlich lebendig, lebendiger als der ägyptische Schreiber mit seinen naturgetreuen Augen. Sauvage, ou plutôt exotique, je ne sais pas si c'est une sculpture d'Afrique ou d'Océanie. En tout cas, il y a une tête avec des yeux faits avec des coquillages,
qui est incroyablement vivante. Elle est en bois. Elle est très transformée, ou enfin interprétée. Les yeux, c'est deux coquillages. Elle a l'air presque d'être faite avec un crâne réel sur lequel on aurait ajouté des coquillages qui font œil. Ça fait très vivant. Ça fait incroyablement vivant, presque gênant. Hein? Beaucoup plus, de certaine manière, beaucoup plus direct le regard que de la sculpture égyptienne dont on parlait. Mais tu as essayé, toi, dans l'objet invisible, par exemple, de mettre une, à la place d'un œil une roue de charrette brisée. C'était oui, déjà... parce que là, c'est d'ailleurs la seule sculpture dans laquelle j'ai essayé à faire des yeux expressifs, de donner une expression. Dazu bemerke ich, dass Giacometti bei einer seiner Plastiken das Auge durch ein zerbrochenes Karrenrad ersetzt hat. Worauf Giacometti antwortet, das war die einzige Plastik, bei der ich versuchte, den Augen Ausdruck zu geben, eine totale Umsetzung zu erreichen. Seit dem Kriege habe ich keine einzige Plastik geschaffen, bei der das ganze Auge genau geformt ist. Was ich jetzt suche, ist die Wölbung des Auges zu finden. Denn wenn ich das fertig bringe, ergibt sich alles Übrige. Also auch der Blick. C'est pourquoi je travaille. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire la coupe de l'œil. Parce que ça me semble la chose la plus difficile. Si j'ai la coupe de l'œil, j'aurai aussi l'orbite. Si j'ai l'orbite, j'ai la racine du nez. J'ai la pointe du nez, j'ai le trou du nez, j'ai la bouche. Donc le tout pourrait à la fin donner quand même un regard. Sans qu'on se fixe sur l'œil même. Mais cette fin-là, elle se situe où? Cette fin que tu, dont tu parles, où tu aurais tout le visage à partir de l'œil, se situe dans quelle limite, enfin, ça recule, ça? Parce que plus tu approches, plus cet objet-là est fuyant, non? Ben si, il est fuyant. Pour le moment, je ne sais pas du tout à quoi je vais arriver. Tout ça, c'est parler un peu dans l'abstrait. Et dans le concret, c'est vrai que tu approches de cette vérité, mais je crois que c'est une vérité justement impossible que tu n'atteindras pas sous peine d'arrêter de travailler. C'est justement dans l'approche qu'est ta propre vérité. Il n'y a pas de doute que c'est complètement exclu de faire une tête rigoureusement telle qu'on la voit. Ou en tout cas, c'est exclu pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, et depuis... la fin du 19e siècle, exactement, il est tout à fait impossible de faire une chose d'après nature qu'elle puisse finir. C'est pas, Van Eyck finissait bel et bien ce tableau, croyait de le finir. Pour nous, cela est exclu. Auf meine Frage, ob er deshalb ein Gesicht vom Auge her aufbauen könnte, antwortet Giacometti, es ist heute ausgeschlossen für uns, einen Kopf genauso wie man ihn sieht zu machen. Es ist unmöglich, irgendetwas nach der Natur zu arbeiten und zu einem Ende zu kommen.